wir bei der Glöckner & Co. Deutschland GmbH und haben als Auftrag bekommen, oder als Aufgabe, die bisherige 400 Watt Quecksilber-Dampflampen gegen LED-Leuchten an den Kränen auszutauschen. Die Probleme waren, dass die Luxwerte nicht mehr erreicht worden sind, und als Aufgabenstellung gab es für uns zu tun, für die Kranführer natürlich einzuhalten, dann die Lichtsituation zu verbessern und natürlich auch die Kostenersparnis für die Firma Glöckner einfach einzuhalten. Durch unseren Partner, die Firma ITW aus der Ukraine, haben wir das natürlich geschafft, ein gutes Produkt zu finden und eben auch die Sachen zu gewährleisten, was wir einhalten sollen. Wichtig war auch natürlich durch das Bewegen des Kranes, dass die Erschütterungen oder die Bewegung, das Vibrieren, dass die Wirkstellen natürlich richtig gut verarbeitet werden und somit auch gewährleistet ist, dass die Hallenstrahler bzw. die Kranleuchte eben auch eine lange Lebenszeit hat. Specifically for the project Glöckner-Stahl in Nürnberg, Germany, we developed modification of our light of industry series. We added reflector to secure a comfortable operation for the crane operator. We added special bar to strengthen the reflectors, and also we used specifically designed shake-proof power supply. Also wir hatten hier die Problematik, dass wir mit 400 Wattstrahlern gearbeitet haben, die Luxzahlen nicht erreicht werden konnten. Das hat jetzt sozusagen eine Neuinstallation der neuen Strahler verbessert. Die LKWs werden nachts total optimal ausgeleuchtet und war für uns die optimale Lösung. Der wurde reibungslos ist vonstatten gegangen und wir haben eine deutliche Kostenersparnis gegenüber